Kommen wir jetzt hier zu dem Vorgehen für ein homogenes lineares Differentialgleichungssystem zweiter Ordnung. Das heißt also, unsere Koeffizientenmatrix ist eine 2-Kreuz-2-Matrix. Unser Vektor y' hat nur y1 und y2 natürlich auch y. Und dann haben wir einen Exponentialansatz analog den Differentialgleichungen erster und zweiter Ordnung, je nachdem, was wir bearbeitet haben. Sie kennen das vielleicht noch mit y1 ist irgendeine Konstante e hoch lambda x und y2, huch, da fehlt das, ist gleich irgendeine Konstante k2 e hoch lambda x. Dabei sind lambda irgendwelche zu bestimmenden Werte, und zwar genau die Eigenwerte des charakteristischen Polynoms von A. K sind Konstanten, die sich je nach System anpassen, und zwar meistens durch ein Anfangswertproblem dann auch ausrechnen lassen. So, jetzt kann es beim charakteristischen Polynom, dadurch, dass das ja die Eigenwerte sind, drei Fälle geben. Und zwar entweder sind die beiden unterschiedlich und reell, sie sind gleich und reell, oder dritter Fall, sie sind komplex, das heißt, es gibt keine reellen Nullstellen. Mehr Fälle haben wir nicht. In allen drei Fällen lässt sich aber die Differentialgleichung lösen. Und zwar ist y1 immer c1 e hoch lambda 1 x plus c2 e hoch lambda 2 x. Und y2 ist die Konstanten aus der ersten Zeile werden benutzt und einfach eingesetzt. Das heißt, wir lösen y2, indem wir das in die Matrix einsetzen und bekommen dann automatisch, das hier ist y1, heraus, y2 heraus. Im reellen Fall ist ja lambda 1 gleich lambda 2, also letztendlich nur noch lambda. Dann wären diese beiden hier gleich. Das hatten wir auch schon bei den Differentialgleichungen so ausgeglichen, dass wir einfach in diesem Ansatz kein x genommen hatten. Hier kam ein x dazu. Das war unser Fundamentalsystem. Die beiden haben in ihren Ableitungen nichts gemein. Das heißt, man kann nicht das eine durch die andere ersetzen. Und wir können das Ganze jetzt auch so schreiben, vereinfacht, das ist sehr angenehm, denn y2 berechnet sich wieder wie im Fall 1, wie auch anders, es ist ja immer die zweite Zeile. Genauso natürlich auch hier im dritten Fall y2 wieder einsetzen. Im dritten Fall ist der Ansatz ein ganz klein wenig anders. Wir haben ja jetzt eine komplexe Zahl, dabei interessiert uns eigentlich nur der Real- und der Imaginärteil. Wir sagen e hoch Realteil von x mal c1, irgendeine Konstante, Sinus Imaginärteil von x plus c2, Cosinus Imaginärteil von x ist der Lösungsansatz, und y2 natürlich rückwärts wieder einsetzen. So, das ging jetzt hier alles immer ziemlich schnell, deswegen habe ich jetzt hier ein Beispiel mitgebracht, das ich in aller Ausführlichkeit einmal vorrechne, damit man in sozusagen Echtzeit mal mitbekommt, wie so etwas zu rechnen ist. So, im ersten Schritt müssen wir natürlich die Eigenwerte bestimmen, um die Lambda zu kennen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein a von minus 1, 3, 2, minus 2. Wir müssen Lambda mal e abziehen, also in den Diagonalen wird Lambda abgezogen. Wir sollen davon die Determinante bilden, also hiervon die Determinante bilden. Das wäre minus 1 minus Lambda mal 2, minus 2 minus Lambda minus 6, und das Ganze soll ja gleich 0 sein. Das war die Bedingung für Eigenwert. So, wenn man das jetzt umformt, kommen wir auf Lambda Quadrat plus 3 Lambda minus 4 ist gleich 0,
Und die Lösungen, wenn man das jetzt zum Beispiel in Taschenrechner eingibt, genau anschaut oder wie auch immer, sind Lambda 1 gleich minus 4 und Lambda 2 gleich 1. Damit haben wir zwei reelle Nullstellen, die noch dazu unterschiedlich sind. Das heißt, wir haben den ersten Fall. Dafür gibt es also y1 ist irgendein c1 e hoch minus 4x plus c2 e hoch x als Lösung. Jetzt müssen wir das ableiten, weil wir das ja für y2 brauchen. Das heißt, wir haben dann minus 4 C1 e hoch minus 4x plus C2 e hoch x. Wir können nochmal nachschauen hier A1, 1, das ist der Wert, ist minus 1. Halt, kleines a. Und A1, 2, das ist der Wert, ist 3. Und jetzt können wir die Formel nehmen oder es einsetzen oder was uns auch immer wieder einfällt. Y2 ist damit ein Drittel minus 4. Jetzt kommt erstmal die Ableitung. C1 e hoch minus 4x plus C2 e hoch x plus, jetzt kommt die Originalfunktion, C1 e hoch minus 4x plus C2 e hoch x. Und dann müssen wir das Ganze noch zusammenfassen, oder vielmehr müssen natürlich nicht, können wir aber. Und zwar haben wir dann hier noch ein Drittel. Minus 4 plus einer sind minus 3. C1 e hoch minus 4x. Ein C2 plus noch ein C2 sind 2C2 e hoch x. Also ist das hier, können wir noch ein bisschen kürzen, minus C1 e hoch minus 4x plus 2 Drittel C2 e hoch x. Damit sind diese beiden Funktionen die allgemeinen Lösungen des Differentialgleichungssystems, wobei C1 und C2 zum Beispiel noch durch Anfangswerte beschrieben werden können. Eine Aufgabe dazu, die Sie im Selbsttest lösen können, ist y1' ist gleich y1 plus y2 und y2' ist gleich minus y1 plus y2, wobei ich Ihnen noch kurz ein Zwischenergebnis liefern möchte, damit Sie wissen, ob Sie richtig sind. Denn die Lösung habe ich ja hingeschrieben. Die Eigenwerte Lambda 1 ist 1 plus j oder 1 plus i, je nachdem, welche Schreibweise Sie benutzen möchten für die komplexe Zahl. Und Lambda 2 ist entsprechend natürlich 1 minus i. Die Lösung ist wie hier angegeben. Wir gucken uns jetzt stattdessen nochmal ein Anfangswertproblem an. Und zwar nehmen wir das Differentialgleichungssystem. Y1 ist gleich 4 Y1 minus 3 Y2. Und y2' ist 3y1 minus 2y2 mit y1 gleich 0, von 0 gleich 1 und y2 von 0 gleich 0. Jetzt kennen Sie schon das Prozedere, man bildet die Determinante minus Lambda e und bekommt das charakteristische Polynom raus, das gleich 0 gesetzt wird, rechnet die Eigenwerte raus und kriegt jetzt hier, dass es zweimal die 1 ist. Das heißt, wir haben den zweiten Fall. Wir haben also als Ansatz
Y1 ist e hoch x, weil wir ja eine 1 haben, mal c1 plus c2x. Und wir können jetzt das Ding ableiten. Denken Sie daran, dass wir eine Produktregel nehmen müssen. Wir haben hier einen Punkt. Erstmal i von x mal c1 plus c2x und dann plus e von x. C1 fällt weg, nur noch c2. Also haben wir letztendlich, wenn man das will, kann man natürlich noch zusammenfassen, reicht aber, wenn wir das gleich im nächsten Schritt machen. Und wir haben noch a11 ist 4, a12 ist minus 3. Damit kriegen wir y2 heraus. Und zwar ist das jetzt erst a12 eingesetzt, also minus ein Drittel. Und dann kommt y', also e hoch x, können wir jetzt hier ruhig mal gleich ausklammern. C1 plus C2x plus C2. Und dann minus 4 mal y. Also minus 4ex C1 plus C2x. Und 3x e hoch x.